Alles klar. Bei mir ist der Christian Treimer und wir wollen uns heute mal informieren, wie groß die Gefahr ist, beim Tourengehen von einer Lawine verschüttet zu werden. Was würdest du dazu sagen? Wie groß ist das Risiko bzw. wie stark muss ich damit rechnen? Ich denke, das liegt sehr stark daran, welches Risiko ich haben möchte. Also du kannst da sehr hohes Risiko laufen, du kannst aber auch mit dem Risiko laufen, das vermutlich dem normalen Straßenverkehr entspricht. Also es liegt sehr stark an dir, mit welchem Risiko du unterwegs bist. Okay, wie kann ich denn grundsätzlich so das Risiko überhaupt abschätzen? Ja, ich denke, für den Einsteiger bietet sich natürlich an, dass er sich einen Lawinenlagebericht, den aktuellen, den fürs Gebiet einschlägigen, holt. Wo finde ich den? Ja, im Internet, lässt sich per Telefonabruf, Faxabruf, also ich meine, der normale Weg wird mittlerweile das Internet sein. Es gibt auch ab und zu im Radio eine Uhrzeit, wo er kundgetan wird. Also das ist jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr das Problem im Alpenraum. Ich glaube, in der Liftstation gibt es dann oft ja, auch. Ja, ab und zu hängt er da noch aus. Richtig, richtig, richtig. Kann ich da als Anfänger überhaupt einschätzen, wie so die einzelne Lawinengefahr in jedem einzelnen Hang ist? Naja gut, man muss sich mal klar machen, es gibt europäisch einheitlich 5 Lawinenwarnstufen. Und ich sage immer, die 5., die interessiert mich gar nicht, weil da komme ich gar nicht mehr ins Tal. Und bei einer 1 ist es zwar nicht völlig ungefährlich, aber da kann ich die meisten Touren oder Abseitsfahrten eigentlich schon machen. Also spannend wird es bei der 2, bei der 3 und selbst bei der 4 wird man sich sehr, sehr defensiv verhalten. Also es spielt sich alles in diesem Rahmen 2, 3 und 4 ab. Wie kann ich das im Einzelhang dann sehen? Was sind denn die Kriterien, worauf ich auch als Anfänger achten kann? Beziehungsweise du hast gerade gesagt, Hangneigung und Wetter. Was sind denn so Warnzeichen, wo ich besser nicht... Gehen wir mal doch dann mehr auf die Schneedecke noch ein. Der Wind ist ja der Baumeister der Lawinen, das hat mal einer vor 100, 120 Jahren gesagt. Und das ist auch so. Ein lockerer Schnee, brauchen wir jetzt bloß hier runtergreifen, der bildet kein Schneebrett, sondern der, also greifen wir unten rein, gell? Das ist lockerer Schnee, da bildet sich kein Schneebrett. Für einen Skifahrer das Gefährliche ist eben das Schneebrett und das wird erzeugt durch den Wind. Der Wind packt den Schnee so, dass es eben flächig zusammenhängt und dann ausgelöst werden kann. Also Wind ist ein Thema, Windzeichen sehen wir jetzt auch hier wunderbar, diese ziselierte Oberfläche, diese dünenartige Oberfläche, da war einfach Wind drauf. Und das heißt, wenn es so aussieht wie hier, muss man schon eher wissen, da muss es hier sein. Muss man auf jeden Fall wissen, hier war Wind drauf, vielleicht jetzt nicht hier an der Stelle, aber wenn ich jetzt kammnah irgendwo unterwegs bin, wo hinter der Hangkante der Schnee eingelagert wird, da ist es natürlich dann heikel. Mhm. Wenn ich jetzt auf die Hangneigung gucke, ist ein zweiter großer Faktor. Gibt es da eine Geschichte, wo du sagen musst, da ist es ungefährlich, da kann ich fahren? Gibt es da eine Hangneigung, wo ich sage, eher vorsichtig sein? Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Schneebretter eigentlich nur in Steilheiten 30 Grad und aufwärts entstehen. Da werden sie ausgelöst. Also es kann durchaus sein, dass ich flacher stehe, aber die Auslösung ober mir passiert eben in einem Gelände steiler 30 Grad. Und unter 30 Grad bin ich schon eher auf der sicheren Seite. Wie ist es sonst vom Gelände her? Ich glaube, wenn viele Steine in der Piste liegen, ist es auch noch ein Kriterium? Naja gut, beim ersten Schnee mag das stimmen, gell? Dann ist einfach eine gewisse Rauigkeit da zwischen Schnee und Untergrund. Aber sobald ich natürlich dann eine zweite, dritte, vierte Schneeschicht habe, dann interessieren Steine, lichte Wälder eigentlich kaum noch. Okay. Also wenn du mal gesehen hast, wie im lichten Wald eine Lawine abgeht oder auch wie zwischen so Steinen wie hier, eine Lawine abgeht, dann merkst du, das interessiert die Lawine an dem Punkt kaum noch. Die Rauigkeit stimmt, aber auch nur bei der ersten, vielleicht bei der zweiten Schneeschicht. Hänge spielen, also die Topografie spielt eher eine Rolle dann, wenn man an die Hangform denkt. In den Mulden, da liegt eben der Triebschnee eher drin, in den Mulden fließt dann auch die Lawine ab und auf dem Kamm, da ist eben der Triebschnee nicht so verbreitet und vor allen Dingen die Lawine fließt von mir weg, wenn ich am Kamm stehe. Spielt denn noch die Ausrichtung nach der Himmelsrichtung eine Rolle? Spielt eine Rolle, je nach Jahreszeit eben. Im Hochwinter ist die Sonne weniger Einfluss. Im Frühjahr geht sehr viel über die Sonne und über die Erde. Das heißt, auf Südhängen ist dann das Lawinenrisiko höher als auf Nordhängen? Oder? Ja, da muss man jetzt auch wieder unterscheiden. Rede ich von trockenen Lawinen oder rede ich von nassen Lawinen? Und gerade im Frühjahr, wenn dann die Durchnässung kommt, dann spielt die Sonne eine sehr, sehr große Rolle. Im Winter passiert es eher so ein bisschen in der Schneedecke drin. Es laufen so Prozesse ab, Setzungsprozesse in der Schneedecke, die
durch die Sonneneinstrahlung schneller ablaufen oder durch die Wärme schneller ablaufen. Also Sonne hat dann durchaus, oder Erwärmung, durchaus positiven Effekt im Vergleich zum Frühjahr, wo der Wärmeeintrag einfach zu stark ist. Haben wir vorher schon angesprochen, bergauf, bergab, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Naja, eher in der Last, die ich draufbringe. Im Lawinenlagebericht wirst du ab und zu so Ausdrücke lesen wie große und kleine Zusatzbelastung. Eine kleine Zusatzbelastung ist ein laufender Skifahrer, ist ein skifahrender Skifahrer, aber nicht ein Fußgänger. Ein Fußgänger bringt wesentlich mehr Flächendruck in die Schneedecke rein, dringt auch tiefer in die Schneedecke ein, an Schneeschichten, wo sonst keiner hingekommen ist, und ist dann eigentlich per Definition eine große Zusatzbelastung. Mhm. Also wenn ich da an früher denke, da hat man immer gesagt, wenn es lawinengefährlich ist, Ski ausziehen und zu Fuß weitergehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Das heißt also, bergauf ist das Lawinenrisiko sogar höher als beim Bergabfahren? Also nee, du, ja gut, müssen wir jetzt unterscheiden. Bin ich mit Fellen und Skiern unterwegs, bin ich eine kleine Zusatzbelastung. Bin ich mit Schuhen unterwegs, also habe die Ski auf dem Rücken, dann bin ich eine große Zusatzbelastung. Da ist eher die Krux drin. Und beim Skifahren, Vergleich Skifahren, Aufstieg mit Fellen, würde ich sagen, naja, wenn ich nicht stürze, samt schwingend, nicht stürzend, dann ist die Belastung beim Skifahren kaum größer als beim Aufsteigen. Mhm. Weil auch beim Aufsteigen muss ich schlagartig mal Belastung in die Schneedecke bringen. Gibt es dann auch beim Fahren oder beim Aufsteigen selber bestimmte Techniken oder bestimmte Tipps, worauf man achten muss, um jetzt nicht unbedingt ein Schneebrett auszulösen? Wie zum Beispiel irgendwie eher enge Kurven machen oder eher weit gehen? Das weniger, aber man muss sich im Klaren sein, wenn man schon mal so nah dran ist und denkt, durch mein Verhalten, wie ich gehe, enge Kurven, weite Kurven, bin ich schon vielleicht ein bisschen kurz drunter oder kurz drüber, eine Lawine auszulösen, dann muss ich mir vielleicht eher grundsätzlich den Gedanken machen, ob ich hier noch richtig bin. Was es natürlich schon gibt, dass man versucht, die Schneedecke zu entlasten, indem man Abstände geht. Da spricht man von 10, 20 Meter, dass sich der Krafteintrag der Einzelnen nicht überlagert. Also es ist eine Standardmaßnahme, dass man mit Abständen geht, 10, 20 Meter. Und im Extremfall, wenn man sagt, okay, ich befürchte jetzt hier demnächst eine Lawinenauslösung, könnte man auch einzeln den Hang durchqueren. Aber auch da ist man wieder sehr nah an dem Worst-Case-Szenario dran. Das würde ich mir dann gut überlegen, ob ich es denn überhaupt machen muss.